Ja, und zum Abschluss schauen wir noch ins Hanapi-Stadion, wo Zoran Barisic heute im großen Schlager gegen Salzburg seine Heimpremiere auf Rapids Trainerbank feiert. Wir werden um die Gunst jedes einzelnen Fans kämpfen und uns den Hintern aufreißen, hat Barisic vor dem Spiel angekündigt. Genau das hat der heutige Gegner schon in den letzten Runden getan. Mit einer sehenswerten Aufholjagd hat Salzburg den Titelkampf mit der Austria wieder spannend gemacht. Vor 5 Runden waren es noch 13 Punkte Rückstand, jetzt sind es nur noch 6. Der Titelverteidiger ist also wieder im Geschäft. Heute könnte die Aufholjagd allerdings ein jähes Ende finden, denn gegen Rapid hat Salzburg in dieser Saison erst einen einzigen Punkt gemacht und außerdem müssen die Bullen auf ihren besten Mann verzichten, Michael Bacher. Der große Abwesende heißt Jonathan Soriano. Letzte Woche war er kurz vor seinen 3 Toren beim 6:2 gegen den WRC noch bei der Geburt seiner Tochter. Heute musste er aus weniger erfreulichen Gründen, nämlich Magen-Darm-Problemen, ins Wiener Hanuspital. Dafür kehrt der zuletzt gesperrte Sadio Mané ins Team zurück und Eddy Gustafsson, der erstmals seit fast 1,5 Jahren wieder Bundesliga spielen darf. Bei Rapid ist Terence Boyd wieder spielberechtigt, aber nur Ersatz. Zoran Barisic lässt wie im Derby Ala und Sabitzer stürmen und von Beginn an Vorchecking praktizieren. So wie hier, Sekaya zurück zu Gustafsson. Und der geht auf Nummer sicher, muss erst einmal Spielpraxis sammeln. Rapid will Salzburg nicht ins Spiel kommen lassen. Bis zur 24. Minute funktioniert das blendend. Dann dieser Konter über Hirländer. Wird nicht energisch genug attackiert von den Rapid-Spielern und der erste Schuss der Salzburger in dieser Partie. Dann 34 Minuten gespielt, Innenverteidiger Gerson. Fehlpass abgefangen von Kevin Campbell, der kommt noch einmal an den Ball. Spielt Sadio Mané frei und der fällt. Der Pfiff von Schiedsrichter Oliver Trachter bleibt aber aus. Und das ist eine Fehlentscheidung. Denn Heikkinen trifft Mané deutlich, es hätte gelb für Heikkinen, der nach Sperre zurück ist, und Freistoß für Salzburg an der Strafraumgrenze geben müssen. 0:0 nach 45 Minuten, Salzburg geht zum 9. Mal in Folge nicht mit einer Führung in die Pause. Rapid auch nach 3,5 Spielen gegen Salzburg noch ungeschlagen. Der harte Fankern dennoch noch sehr ruhig. Die erste Viertelstunde in Hälfte 2 ohne Höhepunkte, dann kommt der zuletzt krank gewesene Klein für Schwegler und der tritt gleich einmal in Erscheinung nach diesem weiten Pass von Gerson. Da verschätzt er sich nämlich. Sabitzer bringt den Ball zur Mitte und Danny Ala steht einmal mehr goldrichtig. Die Rapid-Fans feiern, ja, vielleicht auch der eine oder andere Austria-Fan. Rapid könnte den Violetten ja im Titelkampf Schützenhilfe leisten. Noch einmal die Entstehung. Klein verschätzt sich. Sabitzer bringt den Ball irgendwie an Rodney vorbei und Svento kommt zu spät. 15. Saisontreffer von Danny Ala, der zuletzt ja auch im Derby getroffen hat. Etwa eine Minute nach dem Führungstreffer dieser unnötige Querpass von Pichler zu Gerson, der mit dem Fehlpass, super tiefer Pass auf Alan und der trifft. Nur etwas mehr als eine Minute nach der Führung von Rapid zum Ausgleich. Der Fehler von Gerson, Hirländer mit einem Kontakt und dem perfekten Auge für Alan. Der macht das ganz geschickt. Der lange verletzte Brasilianer erzielt nach seinen 3 Treffern gegen den WRC heute Saisontor Nummer 5. Wieder nur 3 Minuten später, Florian Klein, der fällt im Strafraum, kurzes Zögern von Trachter und dann der Pfiff, 11 Meter für Salzburg und das ist korrekt so. Katzer erwischt Klein nicht, Kulowitz hingegen deutlich und daher tritt Alan zum 11 Meter an und verwandelt nur etwas mehr als 5 Minuten nach dem 0:1 zur erstmaligen Führung für die Salzburger sein. Zweiter Treffer an diesem Abend in Abwesenheit von Top-Torjäger Soriano. Dann der eingewechselte Boskovic mit diesem Eckball. Wir sind bereits in der 81. Minute. Marcel Sabitzer. Gustafsson einmal mehr ohne Risiko lenkt diesen Ball über die Latte. Rapid aber nicht in der Lage, mehr Chancen zu kreieren in dieser Phase. Die Salzburger wieder spielfreudig hier. Campbell, die zu kurze Abwehr
von Jan Novota und Sadio Mané vergibt die Riesenchance auf die Entscheidung in dieser Partie. 11 Saisontore hat er schon erzielt. Hier rutscht er zuerst aus und dann trifft er nicht mehr ins Tor. 89 Minuten gespielt. Wieder Kevin Campbell. Superpass auf Dusan Svento und der macht das, was Mané schon Minuten zuvor hätte tun können. Er trifft zum 3:1. Keine Abseitsposition beim Zuspiel von Campbell und Dusan Svento trifft übrigens bei seinem 11. Bundesliga-Treffer erstmals mit rechts. Die Salzburger verwandeln den Rückstand also noch in ein 3:1 und verderben Zoran Barisic sein Heimdebüt mit dem ersten Sieg gegen dessen Mannschaft in dieser Saison. Rapid hat heute gezeigt, dass sie gerade dieses Spiel auch nutzen möchte, um ja wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen gegen Red Bull Salzburg und dass die Mannschaft dann in der Lage ist, im Prinzip dann auch über unsere fußballerischen Mittel, über unsere Spielidee dann das Spiel zu drehen und ja super Tore zu schießen und zu gewinnen. Das ist der allergrößten Respekt an meine Mannschaft. Wenn wir so individuelle Fehler machen, dann ist es ganz schwierig, dass du gegen Salzburg gewinnst. Ich finde einfach, dass es sehr bitter ist, weil wir haben 65 Minuten die Partie dominiert, haben Salzburg überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Das Positive ist die Leistung der Mannschaft in den letzten beiden Spielen. Das ist das Positive, das ist das, was mich optimistisch stimmt. Und wenn wir diese kleinen Fehler abstellen, dann ja, werden wir wieder als Sieger vom Platz gehen. Ganz einfach. Was machen Sie morgen um 16 Uhr? Ich schaue nichts aufs Spiel. Ich will vor allem relaxen morgen. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht schaue ich mal spielen, vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Was machen Sie morgen um 16 Uhr? Fußball gucken. Und schauen, ob der Rückstand weiter schmilzt. Mit dem 4. Sieg in Folge bringen die Bullen jedenfalls noch ein bisschen mehr Bewegung und Spannung in den Titelkampf.